Ralf Schmitz und Heller von Sinnen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Genial daneben. Schön, dass Sie auch heute am Samstagabend wieder bei uns sind. Ich verspreche Ihnen heute eine sehr kulturelle Sendung, eine sehr ernsthafte Sendung. Ich glaube, wir werden heute wenig zu lachen haben, denn wir haben ziemlich viele Spaßbremsen heute hier sitzen. Sag das nicht zu den anderen. Nein, ich möchte heute mal eine etwas ernsthafte Sendung machen. Ja, immer diese ewige Lacherei geht mir auf den Geist. Das ist so oberflächlich. Es ist oberflächlich. Und immer auf die Pointen. Natürlich. Und vor allem immer auf die Kleinen. Ja. Nicht? So wie diese Zwerg da. Nicht? Das soll man einfach mal sein lassen, finde ich. Sein lassen? Ja. Oh, dann muss ich los. Tschüss. Mal sehen, wie viel Geld wir heute rausschmeißen. Ich hoffe viel. Michael Schwanke sehr. Nee, hoffentlich gibt der nicht sich aus. Der heißt Schwanke sehr. Hoffentlich gibt der nicht um, Herr Ball. Früher hieß der Danke sehr. Schreibt sich aber mit Bindestrich und sehr mit Doppel-E. Der hieß früher nur See und dann hat er geheiratet. Also, Michael aus Schwanke. Armsheim liegt in Rheinland-Pfalz. Ich ständig betrunken. Lass Sie nichts draus machen. Nee, das ist immer nee so, bitte also. Nichts draus machen. Entschuldigung. Also, völlig ehrlich. Also, Michael möchte Folgendes wissen. Hört genau zu. Warum steht der Kirchturm der Lamberti-Kirche in Aurich, rund 50 Meter vom eigentlichen Kirchengebäude entfernt? Weil er sehr schwankt. Die Kirche sollte ursprünglich größer werden. Ja, ja. Die Kirche sollte ursprünglich viel größer werden. Der guckt den Tag unten so an, als wäre da was dran. Wenn der von Herrn Schwanke sehr muss das wissen, meine ich. Deswegen, also der ist... Der nee, lass ihn mal ausreden, hier. Der hat einen Schwankturm. Warum denn? Einen Schwenkturm, Ausschwenkturm. Nee, die Glocke, die hat so eine fette Glocke, dass über die Glocke ist dessen Motorik so ausladend, dass die, wenn die in der Kirche sitzen bei einer anderen, würden die immer alle da sitzen. Und weil der durch den die fette Glocke so schwankt, musste der ausgelagert werden. Der schwankt nicht, weil die Glocke so fett ist. Die Glocke musste woanders hin, weil der Turm so brüchig war. Weil der und umfallen dass der kann. Sonst durch die Schwingung also es ist nicht zerbröselt wäre. Es ist ein, falls der Turm kippen sollte, darf er nicht auf das Haus kippen, weil der ist nicht ganz weil da neu. Vielleicht Leute drin sind, ja. Und der, das sie ist, zu laut. Ihr habt so schön angefangen. Sie der ist so laut, der schwankt, die Kirche schwankt sehr, hab ich gesagt. Etwas schwankt. Vielleicht hängt die Glocke draußen. Vielleicht ist die Glocke zu laut, sodass man im Gottesdienst nicht mehr versteht. Hat das denn überhaupt was mit der Glocke zu tun, Herr Balder? Ja, im Prinzip schon, aber die Glocke ist nicht so der eigentliche Grund. Nein, das ist sondern die der Turm. Ja, natürlich. Aber und die Kirche. Auch nicht der eigentliche Grund. Also mit dem Schwanken, aber das war ja, der Turm schwankt. Das war ja schon nicht schlecht. Also aus Sicherheitsgründen ist der Turm ausgelagert. Ja, aber warum schwenkt das? Dann schwankt der Typ, der die Glocke bedienen soll, sehr. Was ist denn in Aurich, bitte? Aurich ist ganz oben, links. Ostfriesland. Richtig. Und Ebbe und Flut, die haben das Hauptgebäude. Und die haben praktisch alle paar Stunden haben die Angst. Hochwasser. Viel Wasser. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da einer eine Kirche hinbaut. Also Ostfriesland. Oh, ja. Hat was mit der Bodenbeschaffenheit zu tun? Ja. Sand. Der Boden schwankt. Was? Ja. Die ist ja auf Sand gebaut. Der steht auf einer Wanderdüne. Nein. Das ist lustig. Wie könnte denn der Boden beschaffen sein? Oder Moor? Ist es ein Moorgebiet? Nicht Moor. Watt. Ja, ist es halt feuchtes Gebiet. Egal, wie es heißt, es weich. Sumpf. Der Anfang Moor ist gut. Sumpf. Weicher Sand. Moor. Roger Moor. Rast. Ja. Und jetzt im ganzen Satz. Warum steht der entfernt, der Kirchturm? Weil der auf Morast gebaut ist und stürzt sonst auf das Hauptgebäude. Nein, aber der muss auf Morast gebaut werden, weil auf dem weicheren Boden kann der... Also das ist schon... Ich lasse es mal so. Ja! Es ist dir recht. Es ist dir recht. Also, wäre der Kirchturm direkt mit dem Kirchengebäude verbunden, wie es ja üblich ist, dann könnten die Glocken gar nicht läuten. Wegen des morastigen Bodens in dieser Region schwingt der ganze Kirchturm mit, wenn die 5 Glocken läuten. Und würde jetzt der Turm mit dem Kirchengebäude baulich verbunden sein, würden sich diese Schwingungen auf das Kirchengebäude übertragen und dort Risse
im Mauerwerk verursachen. Ja. Und schlimmstenfalls würde das ganze Ding sogar einstürzen. Daher steht der Kirchturm rund 50 Meter entfernt. Diese Bauweise ist übrigens typisch für viele Kirchen in Ostfriesland wegen des morastigen Untergrunds. Ach, also nicht der einzige. Wenn man da mal hinfährt, wird man immer Kirchen sehen, wo der Turm einfach weiter weg steht. Ist Absicht. So einfach ist es. Ja, Michael, schwanke sehr. Ja, das kommt davon. Es tut mir leid, aber schwanke sehr zu der Frage. Es tut mir leid. Man sollte versuchen, nicht unbedingt mit seinem Nachnamen einen Tipp für die Antwort. Das ist ein sehr wichtiger Tipp für heute. Ja, haben wir gesagt. Aber sehr gut, sehr gut. Ja, schwanke sehr. Ja, Herr Morast hätte es auch nicht sein können. Wäre auch gut. Oder Herr Risse. Ja, Herr Risse. Oder Herr Glocke. Natürlich. Es geht weiter mit Manfred Lahner. Er wohnt in Wolfsgraben. Das liegt in Österreich. Manfred. Servus. Manfred möchte gerne wissen, warum laufen in einem botanischen Garten in Florida ständig junge Frauen in Reifkleidern der Vorkriegszeit herum? In Florida? Ja. Weil die nicht genug Tiere haben, aber irgendeine Attraktion brauchen. Also Florida ist ja Südstaaten, aber ist nicht wirklich Scarlett O'Hara. Da wohnen sehr viele alte Leute, aber dass sie noch Reifröcke haben. Ich darf nochmal fragen, sind junge Frauen mit diesem Scarlett O'Hara Outfit, die latschen in... Vorkriegsoutfit, ne? Vielleicht sind das ist ja das Vorkriegs. Ja, ja. Das sind Tiere. Und das ist ein Entschuldigung, nur für mich, ein botanischer Garten. Ja, botanischer Garten. Das sind Tierchen und Pflanzen. Ja, die laufen da ständig rum. Das sind ganz alte Tiere. Elefanten werden ja zum Beispiel sehr alt, Schlangen werden sehr alt, Alligatoren werden sehr alt, die einfach noch diese Art von Klamotten gewöhnt sind und man will die nicht irritieren mit Neon-Klamotten. Also. Vielleicht nur zu. Ja, ich weiß, dass das ist nur zu deiner Information. Botanischer Garten ist kein Zoo. Ja, und dann sind da eben Kakteen, die sind auch sehr alt. Auch die dürfen nicht verstreckt werden. Sonst tut deine Outfits. Wie wäre es denn mit sowas Abgefahrenem? Es gibt doch diese hässlichen Kugel, die Schmetterlinge anlocken sollen. Vielleicht locken die mit ihren Reifen Schmetterlinge an. Und das ist zur Befruchtung dieser Pflanzen extrem wichtig. Das macht nicht. Die locken Schmetterlinge an. Du meinst, dass die doch selbst bestäuben? Hier bestäubt der Reif auch. Das sind Bestäubungshelfer. Nein, aber das sind die. Das sind, also Pflanzen müssen ja bestäubt werden von Tieren. Und vielleicht sind das bestimmte Tiere, die stehen auf Reifröcke. So Fetischisten. Fetischisten. Vielleicht einfach nur so weite Röcke, damit die sich nicht an den ganzen Kakteen stechen. Also so an den Pflanzen. An dem vielleicht werden die da einfach unheimlich alt und die Omas haben alle gesagt: Och, trag doch mal meine Sachen auf. Kann ja auch mal. Also, das ist in Florida. Botanischer Garten. Aber es sind nicht und da laufen diverse Mädchen laufen in diesen alten Reifröcken rum. Junge Frauen, ständig. Junge Frauen. Wie viel ständig. Ungefähr? Ist das machbar zu sagen? Wie viel ungefähr? Also sind es 3 oder 30 aber oder 300? Aber nicht Disney World. Nein, es sind ein paar. Also, gut, ich weiß, es ist nämlich zwischen 6 und 10 sein, schätze ich aber mal. Aber da in diesem Garten, ich muss noch mal fragen, weil er sagt ja so streng, es ist kein Zoo. Sind da Tierchen und botanischer Pflanzen? Garten, was ist denn da drin? Ja, na, botanischer Garten sind Pflanzen und die Tiere, die sonst auch und überall Vögel. Sind. Vögel. Nee, Vögel. Und Pfleger. Und die sind ganz alt, weil das sonst keiner machen will. Und da sind wir wieder bei deinem, wegen den Pflegern, weil das ist so eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Die Pflanzen sind mittlerweile alle verwelkt, aber die gießen aber noch. Und dann das ist junge Frauen, das sind ja explizit junge Frauen. Das sind alles Männer, die da. Das bedeutet, die bedienen dort vielleicht in einem historischen Gewand, weil dort eine historische Orangerie ist oder wie auch immer. Da ist der altälteste Baum Floridas. Oder die führen so. Da irgendwas genau. auf. Und die führen die da irgendein Theaterstück auf. Die sind so ungefähr 250.000 Jahre alt. Zusammen. Die Frauen? Ja, wie die Bäume. Vielleicht, aber ich glaube, es hat einen historischen. Man will erinnern an die Eröffnung. Als das Ding eröffnet wurde, war es gerade zufällig 12 Uhr mittags, so 1900 vor Kriegs, also 89. Das hat nichts mit der Eröffnung zu tun. Nee, aber es hat damit was zu tun, dass es ein historischer Themenpark ist. Das ist wie Disney World für Nostalgiker. Und was passiert da? Ja, die führen machen da eine gewisse, die, was Barbarella eben sagte, die führen etwas auf. Was führen die auf? Das Lied von der Blume. Bitte? Das Lied von der Blume ist ein ganz bekanntes Stück von Shakespeare. Ja, auch bekannt als Tulpen. Im botanischen Garten in Florida. Ja. Das ist ja mal eine tolle Idee. Die Amerikaner sind ja bekannt für ihre kulturelle... Natürlich. Also ist es vielleicht so, dass in diesem botanischen Garten eine ganz erlesene Seerosenart oder irgendetwas anderes Schönes gezüchtet wurde? Die spielen das und Bild von Monet nach. Bei der, was tun die? Die spielen das Bett von Monet nach, die Seerosen. So. Und die machen mit ihrem... Von Renoir. Oder das ist doch gut. Da war ein bekannter Maler, der hat da in diesem botanischen Garten ein Bild gemalt. Und da haben die alle lustig mit ihren Sonnenschirmchen gesessen. Der hat es gemalt und die stellen das wieder nach. Das ist Renoir, Frühstück im Grünen. Falsch. Es war Monet oder Mann.
falsch. Es hat was mit Bildern zu tun. Überhaupt nicht. Danke. So. Hat es was mit Musik zu tun? Tanzen die zu einer Weise? Ah. Nee. Vielleicht ist der Besitzer von diesem botanischen Garten einfach so geizig, dass er sagt, ihr kriegt keine neuen Kostüme, die halten noch. Die sind noch gut. Ja. Die sind noch gut. Die sind einfach nur jung, weil immer neue Mädchen und so. Aber die Oma, die sterben noch. Aber was es junge Mädchen sind? Verstecken die irgendwas unter ihren Röcken? Was, so ein Flamingo? Körper. Unter so einem Reifrock kann man ja so zwei, drei Flamingos verstecken. Oder in Florida. Irgendwas? Aber im botanischen Garten sind die nicht. Oder ein Alligator. Machen die mit ihren Reifröcken einen Säuberungsvorgang? Ja, weil die so... Aha. Wo? Ja, in diesem botanischen Garten, die laufen da mit ihren weiten Reifröcken rum. Wieso und machen da die alten McDonalds-Tüten weg. Damit es aber schöner aussieht. Das mit dem Bild, das ist es. Das ist quasi die Müllabfuhr von diesem Park. So. Das ist. Die machen das nicht nur weg, die machen oben was. Pieks rein, so. Pieks rein. Damit das schöne aussieht, dass sie nicht nur in ihren orangefarbenen Overalls rumlaufen. Die Jungs haben sie halt die Mädchen dafür. Das ist schön. Noch ein paar Vorschläge? Ich glaube, die stellen ein Bild. Ich fand diese Idee so gut, ja, mit dem Bild stellen, dass sie die Idee ja ist klasse, aber das will ich einfach nicht. Ja, deshalb würde ich sie auch sofort lassen. Das ist Quatsch. Das ziehen die sich aus im Laufe dieses Tages? Also Gottes Willen. Pass auf, das macht Nein. Frau von Sinn, doch nicht in Amerika, schon gar nicht in Florida. Ah, natürlich. Und weil die sich nicht ausziehen, haben die immer noch an. Richtig. Wir haben's. Aber es sind junge Mädchen. Junge Mädchen, ja. Wir kommen nicht drauf, sagen Sie es. Weißt du, dass junge Mädchen können ja auch 10 sein oder 11. Sind die so jung? Nein, so jung sind die nicht. Also es steht, ich habe auch nicht gesagt junge Mädchen, ich habe gesagt junge Frauen. Also schätze ich mal, dass die so, naja, 17, 18 werden die sein. Es ist eine Tradition in diesem Park, dass immer, die haben so farbig, je nachdem, ob da Tulpen sind oder nicht. Irgendwie sowas. Vielleicht um irgendwas Vorkriegszeit, um nachzumachen, wie man früher irgendwie ein Band um den Baum gebunden hat, wenn der Liebste in den Krieg gezogen ist. Und das wird da nachgestellt, weil dort ist der Yellow Ribbon Tree, wo sie dann singen und die Tom Jones CD auflegen. Das ist eine sehr schöne falsche Idee. Aber ist es nicht so, dass die Pflanzen genauso alt sind wie die Klamotten? Also dass das einfach die... Ich glaube, die Pflanzen sind älter. Ich werde es euch mal sagen, ihr kommt nicht drauf. 1940, 4 Jahre nachdem der Botanische Garten eröffnet worden war, gingen nach einem Kältesturz sämtliche Kletterpflanzen, sehr schöne, am Haupteingang ein. Die waren einfach kaputt. Den Besuchern bot sich ein jämmerliches Bild. Viele kehrten sofort wieder um. Dafür wollten sie keinen Eintritt bezahlen. Und da hatte die Frau des Betreibers eine Idee. Sie engagierte ein paar junge, gut aussehende Mädchen, steckte sie in Reifröcke, die waren damals Mode, und ließ die Mädels direkt vor dem Haupteingang auf- und abgehen. Dieser Anblick sollte die Besucher von diesen eingehenden, kaputten Pflanzen ablenken. Der Trick hat funktioniert, die Leute kamen wieder. Und diese Tradition hat bis heute Bestand. Für einen Stundenlohn zwischen 6 und 8 Dollar flanieren auch heute noch jeden Tag junge Frauen in Reifröcke vor dem Haupteingang von Cypress Garden. Und die Pflanzen sind immer noch scheiße. Die Pflanzen sind immer noch scheiße. Das funktioniert. Das könnte fahren. Manfred Lader. 500 Euro. Robert Bräum wohnt an sich in Soest oder Soest, ist heute Abend hier. Robert, wo finden wir Sie? Wo sind Sie? Dort hinten. Direkt zwischen Herrn Hoeker und Frau Schöneberger. So, heißt es denn Soest oder Soest? Soest. Dehnungsehe, Herr Balder. Dehnungsehe. Müssen Sie gerade sagen, Dehnungsehe. Aber echt? Mit den 2 Punkten überm E, Hoecker. Ja, genau. Ja. Also, Robert Bräum aus Soest. Es geht um 500 Euro, bar auf die Hand, ich drücke alle Daumen. Robert möchte wissen, was ist eine Schmalzröhre? Ah, das ist das Matthias Innere Reim. Von einer Schmalzlocke. Von Matthias Reim. Was? Ivan Rebruch. Das sind die Stimmbänder und alles, was dazugehört, von Schmalzsängern. Genau. Oh, da fallen mir Roberto so Blanco. Selbst. Oh. Genau. Nein. Ich glaube, das kommt aus der Werbeindustrie. Das ist sehr wichtig. Wenn man zum Beispiel Butter oder Schmalz bewirbt, wird hier immer so ein Messer über diese unangetastete, jungfräuliche Oberfläche der gerade geöffneten Packung gezogen. Es entwickelt sich eine kleine Rolle, eine Röhre, eine Schmalzröhre. Und die Qualität der Schmalzröhre entscheidet über die Qualität der Werbung. Herr Schmitz, können Sie den Satz noch mal sagen? Nein, ich möchte es auch nicht. Ist die Schmalzröhre eventuell ein flapsiger Ausdruck für ein Gewehr? Ich weiß nicht, warum ich dauernd beim Militär lande, aber... Ja, frage ich mich auch. Scheint ein Trauma zu sein. Ja, ja, am Ende. Ein auch nicht enden wollendes, Herr Balder. Aber wenn jetzt zum Beispiel dieses Büchsenfett oder so, wenn die irgendwie nicht ihre richtigen Sachen hatten, um irgendwas zu fetten, haben die sich vielleicht mit Schmalz beholfen. Und heute sagt man noch flapsig, die Schmalzröhre ist der Lauf eines Gewehrs. Vielleicht kommt es aus der Industrie.
Schmalzröhre, das ist ein besonders... Aus welcher? Der aus der Autoindustrie. Autoindustrie. Autoindustrie? Ja, Autoindustrie. Da gibt es ja ganz viele Röhren. Auch in der Produktion von diesen maschinell gefertigten Wagen. Da gibt es viele Röhren. Ganz ja. viele Röhren. Sie glauben ja gar nicht, wie viele Röhren. In jeder, auch mindestens, auch über 1000 Röhren gibt es ja überall. Und die werden ja auf eine bestimmte Art und Weise gefettet und geölt. Was machen die Röhren denn in der Autoindustrie? Bum, bum, brum, brum, brum. Da. Und da man Schmalz auch beim Metzger kaufen kann, rufe ich jetzt gut gelaunt Fleischerei in die Runde. So, Fleischerei das nicht. Ist doch. Metzgerei. Ja, das gar ist nicht in der Richtung. Käserei. Im Prinzip nicht, nein. Bäckerei. Also, ja. Bäckerei. Ich finde den Ball heute wieder extrem mopsig übrigens. Ja. So Schmalz am Stiel, das wäre doch so eine schöne, so oder als Kugel in der Waffel, so für die Kinder. Schmalz. Ja. Eine Schmalz, auch gibt dem Kleinen doch mal eine Schmalzröhre zum Lutschen. So, so als, aus altem Schwein. Es ist nichts zum Essen, ich kann das beruhigen. Schmalz. Hat auch nichts mit dem Schmalz zu tun, was wir kennen, diese widerliche, nein, weißliche Paste. Mit also, diesen, also es ist umgangssprachlich gemeint. Ja. Die Stimme ist in jeder Hinsicht abgelehnt, ja? Also irgendwie eine Schmalzröhre, irgendwie ist so eine bestimmte... Ist das ein Ausdruck aus der DDR oder aus Österreich? Nur das ist doch Schmalzröhre. Frag ja, warte, ich schau ihn mal an. Das gibt's aber. Weil Sie sagten ja umgangssprachlich. Nee, nee, das... Sie sagten ja umgangssprachlich. Sagt ja, umgangssprachlich, man das in Deutschland? Also umgangssprachlich... Es gibt Deutsch. Ein anderes Wort dafür. Das heißt zum Beispiel, der Friseur benutzt es. Der Friseur. Nein, der Friseur benutzt es nicht. Aber es ist in Deutschland Umgangssprache. Also sagen wir es mal so. Ich weiß, dass ihr damit nichts anfangen könnt und ich bringe euch auf eine völlig falsche Fährte, aber ich sage es trotzdem. Es heißt schon Schmalz, aber es ist was ganz anderes gemeint. Aber wir reden von... Aber was ist denn Gehörgang. Ohrenschmalz. Der Ohrenschmalz, die Schmalzröhre ist der Bereich, wo sich der Ohrenschmalz bildet. Und nein, so wie Sie lächeln, bin nein, ich nein, aber nein. Ohren ist richtig. Nein. Dann. Es gibt so viele Öffnungen, wo sich eklige Sachen bilden, Herr Walter. Das ist zum Beispiel wieder ein richtiger Weg. Herr Aha. Eine Öffnung. Ist das so? Wo, sind wir in der Medizin? Nein. Im Körper. Menschlichen Körper? Nein. Im aber tierischen Öffnung, Körper. Eine Öffnung, aus der was suppt. Ja. So. Ach, ein tierischer Körper, ein tierischer Körper. Eine tierische Körper, aus der etwas suppt. Ja. Ja. Sind wir in der Tierwelt? Ja. Sind wir beim Geburtsgang der Kuh? Nein, Moment, das finde ich absolut nachvollziehbar. Warum denn so? Wenn das Kalb jetzt schlecht liegt und der Tierarzt muss da ja nun wirklich rein, man sagt ist das die Vaseline des Tierarztes? Man sagt doch auch die Käseschmiere beim so, Kind, wenn die übel. Auf die Welt kommen. Ich muss weg. Dass du dich den natürlichen Vorgängen des Körpers es hat so nichts abneigt. Mit der Kuh zu tun. Ich bin bei der Gans. Gänseschmalz ist doch der bekannteste Schmalz der Welt. Schwein? Gänsestoppleber. Wie wäre, nein, es denn, wie wäre es denn mit, das ist irgendwie die Fettdrüse einer Gans? Weil da ja auch das Fett rauskommt. Also Gans ist schon mal aber Gans. Aber Gans ist richtig. Gans nee. Ist nee. Schwein. Geflügel, Schwein. Geflügel denn? Schwein beim Schwein. Welches Geflügel? Ja, Enten. Keine Enten. Gänse. Also hallo, bevor ich mich wieder Truten. Zum Affen mache. Hühnchen. Geflügel, ja oder nein? Nee. Danke. jedes Mal bin ich dabei. Ja, sag doch mal Schwein. Ich, seit drei Jahren mache ich das Schwein, nicht. Schwein, Schwein, Schwein. Schwein, er ist recht nicht. Rind. Aber ein Tier. Es gibt... Ich sag's euch mal, ihr kommt nicht drauf. Ihr seid ganz, ganz weit weg. Das macht nichts, wir kommen da hin. Ja, aber Begriff. Du führst uns doch dahin. Eben. Ihr, auch wenn ich den Mund halten würde, würdet ihr es nicht rauskriegen. Das ist die einzige Möglichkeit. Dann wären wir aber besser gelaunt, wenn Sie den Mund mal halten. Das weiß ich, aber so ist die Stimmung besser. Also es ist ein Begriff aus dem Jagdwesen. Um sein Revier gegen andere zu verteidigen, setzt der Dachs Duftmarken. Das wäre das nächste gewesen. Ich bin froh, dass Uecker heute nicht hier ist. Ich sage euch auch gleich warum. Dieser markiert er mit seinem Hinterteil auf dem Boden. So dazu bildet auch. Er ein Sekret, den sogenannten Schmalz. Schmalz, weil dieses Sekret fertig ist. Dieser Schmalz wird von einer Drüse zwischen After und dem Schwanz des Dachses abgesondert, der sogenannten Schmalzröhre. Ach. Das heißt, der hat da noch ein kleines Löchlein und da kommt das Sekret raus. Das ist die Schmalzröhre. Ein Ersatzarschloch beim Dachs. Robert, 500 Euro. Gratulation. Holger Kiesling wohnt in Münster. Ist so. Da, da habe ich studiert. So. Kommt noch was? Was ja. will er wissen, wie er da wieder wegkommt? Oder? Haben wir schon erraten. Holger Kiesling möchte wissen, was bitte sind denn Kakaomütter? Ja. Lecker. Kakaomütter. Ist das vielleicht die Mama vom Sarottimoor? Ja. Sehr
bastle, dann nehme ich ja Milch und tue da entweder Nesquik oder Kakaopulver hinein, damit ich den Kakao bekomme. Ist eine Kakaomutter eventuell eine Mutter, eine frisch geborene Mutter, die ihr Baby... Eine frisch geborene Mutter. Eine frisch gebackene Mama. Ah, ja. Die ihr Kind aber nicht selber stillen will oder kann und Kakaomutter deshalb, weil sie dem Kind dann eben die Milch in einer Pulla gibt mit Zusatz... Eine Packung Kaba auf den Tisch stellen. So. Nicht zu verwechseln mit der Kaffeemutter, das werden sehr nervöse Kinder. Und nicht zu, und die Espresso-Mütter. Also, warte. Ein neugeborenes Kind mit Kakao. Ich glaube, das ist... Nein, aber vielleicht gibt es tatsächlich den Unterschied, so, dass eine Mutter ihr Kind mit Kakao versorgt. Also muss ich jetzt nicht vielleicht direkt das Baby... Sie einfach Pulver in den Hals schüttet, genau, bevor sie das Kind stillt, damit es besser schmeckt. Ja. Mit Kakao rauskommt. Und es wird auch alles ganz, ganz braun. Das ist ja nur eine Idee. Hat es etwas mit Kakaoplantagen zu tun? Also hat es etwas mit der Anpflanzung von Kakao zu tun? Und die Mütter werden die... Auch wenn er die Brille schon aufsetzt, hat er schon keine Lust mehr. Anpflanzung von Kakao. Was passiert denn da? Also bevor, also die Bohne ist ja ursprünglich... Oh Gott, geben Sie das zurück, bitte, das dauert eine Stunde! Ist ja ursprünglich andersfarbig. Und bevor sie vielleicht geröstet wird oder irgendwas in der Art, das nennt man das die Kakaomutter. Also die, vielleicht die Blüte, die Knospe oder die unbehandelte Frucht. Nee. Hat nichts mit der Bohne zu tun. Sondern mit der Frucht drumherum. Hat Kakaoanbau zu tun. Es hat mit der Pflanze zu tun. Mit welcher denn? Die Urpflanze. Mit einer Richtung. Es gibt ja bestimmt verschiedene Sorten. Was ist denn das für eine Pflanze? Die ist ja groß, grün und... Wie groß ist sie denn? Und trägt einen Hut. Riesenblätter. Richtig, und so groß. Ja. Heißt die denn Kakaopflanze? Nee, die heißt Kakaomutter. Nein. Kakaopapa? Nein. Kakaoranke? Kakaotante? Gott? Moment. Es handelt sich um eine Pflanze, aber... Die Urpflanze, es ist die Urpflanze. Wie groß ist denn so eine Pflanze? 2,40 Meter. Und was ist es dann? Ein Kakaobaum. Ja. Also der Kakaobaum sind die Mütter, sind Kakaomütter von den Böhnchen, die dann kommen, oder wie? Nee. Vielleicht ist der Kakao, wächst Kakao am Baum? Ja. Wie kriegen die denn die ganzen Nesquik-Dosen da dran? Also die Kakaomutter hängt an einem Baum. Ist also es geht um den Kakaobaum. Soweit sind wir. So, und, ja, die Kakao, und die Frage ist, was sind Kakaomütter? Ja. Jetzt frage ich mal, bevor wir vielleicht noch weiter in diese Pflanzenwelt eintauchen, ob Kakaomütter eher Vögel sind oder andere Parasiten sind, die an diesem Baum Befruchtung übernehmen oder den von Parasiten befreien, damit der Baum richtig groß und stark werden kann. Vögel. Vögel, ja. Keine Vögel. Insekten denn? Erst recht nicht. Okay, also Kakaomütter ist etwas, was in dieser Pflanze integriert ist, in diesem Baum integriert ist. Nein. Nein. Sprösslinge, die... Es sind Menschen. Nein, oh. Sprösslinge, die man entnehmen kann aus dem Baum, aus denen dann neue Bäume werden können, das ist dann die Mutter auch nicht, ne? Es ist ein bestimmter Baum. Es ist der erste Baum einer neuen Zucht. Der älteste, der genetisch ursprünglichste... Genetisch, ja. Nee, ich meine Tisch. Ich meine also Gene, die auf so einem Tisch ausgebreitet werden. Ja, aber Sie haben wieder Tisch gesagt. Ja, dich meine ich ja auch. Kakaomütter. Ich werde es euch mal sagen. Sind das die Wurzeln eines Kakaobaums? Die Mutter, sind es die Kronen eines Kakaobaums? Sind es die Bohnen eines Kakaobaums? Jetzt können wir fragen bis morgen früh. Ja, alles klar. Das machen wir auch. Ja. Ich sag's euch, ihr kommt nicht drauf. Also, es geht um Kakaobäume. Kakaobäume sind sehr empfindliche Pflanzen. Sie benötigen viel Feuchtigkeit und viel Schatten. Kakaobauern pflanzen deshalb die Kakaobäume immer neben höhere Bäume, zum Beispiel Bananenbäume, die das Sonnenlicht fernhalten. Und solche Schattenspender werden Kakaomütter genannt. Das ist doch schön. Halten Sie die Mütter auf Ihre Kinder auf. Ist das nicht romantisch? Holger Kiesling aus Münster, 500 Euro. Ich bin die Hellermutter. Er spendet mir Schatten. Ja. Ich bin das Kakaobaby. Ja. Meine Damen und Herren, heute am Samstag.
Samstagabend darf ich Sie aufrufen, wenn Sie ein bisschen Geld haben möchten und wenn Sie Fragen haben, wo Sie der Meinung sind, die können die nicht wissen, schicken Sie uns die einfach ein, so viel wie Sie wollen. Wir gucken uns alles an und dann kriegen Sie vielleicht 500 Euro oder wenn Sie mehrere Fragen einschicken, vielleicht auch 50.000 Euro oder 5 Millionen. Ganz egal. Genial daneben 50616 Köln oder 01378 10 11 20 oder einfach eine E-Mail fragen@genialdaneben.de. Rainer Gruschinski. Herr Gruschinski, ich freue mich sehr, dass ich Sie heute am Empfänger begrüßen darf. Sie wohnen in Cochem, das kann jedem passieren. Ist übrigens sehr schöne Stadt. Ich habe das Gefühl, ich habe diesen Namen schon dreimal in dieser Sendung gehört. Rainer Gruschinski? Ja. Der Name kommt mir wahnsinnig bekannt vor. Ja? Rainer Gruschinski. Das ist doch mit Sicherheit die 10. Frage, die dieser Mann einstellt. Nein, Rainer, Sie sind bekannt. Ja. Aber ich stelle jetzt mal Ihre Frage und bin jetzt mal gespannt, Luise Kuczynski. Luise Kuczynski. Luise Kuczynski. So schmeckt der Sommer. Scheiß die Wand an! Ich weiß jetzt nicht, in welcher Beziehung Rainer zu Luise steht. Egal, egal Herr Walder, nächster Name. Ja. Ich hab doch mal eine Frage eingesendet. Also, Rainer Gruschinski aus Kochen möchte wissen, was ist die Igelstellung? Schmerzhaft. Ja! Warum? Das, Herr Walder, kann man nur verstehen, wenn das man möchte das ich jetzt gerne von Ihnen hören. Ah! Nur von Ihnen. Die Igelstellung? Ja, warum ist die schmerzhaft? Weil es geht ja darum, wenn man in Regalen, die außen an Gartenhäusern angebracht jetzt sind... Jetzt wird's langweilig, wir machen. Ja. Wenn man Moment, ich will das zu Ende hören. Ja. Wenn und man oben, schwitzt, tut's weh. Ja. Stich mich, du Sau! Hohecker, sag zu Ende. Nee, ich glaube, es ist eher eine Verweigerung. Das geht, Hohecker! Ja, ja, ist ja gut, mein Gott! Lass mit den Gartenmöbeln zu Ende. Und man möchte oben dran, kommt nicht dran und legt als Unterschlägscheiben für die Füße zwei Igel hin. Das tut weh. Ja. So, ja. Okay, hätte ich mich besser mal nicht ausreden. Ja, toll, dass du das gehört hast. Ich hatte es gehofft. Ich bin beim Militär, denn was den Igel ja aus... nicht aus... Macht. Aus Macht. Ist doch, dass er sich bei Gefahr so gerne einrollt. Ja. Das heißt, die Igelstellung ist doch etwas, wo man sich vielleicht einrollt und die irgendwas Spitzes nach außen drapiert, ja, um sich vor dem Feinde zu schützen. Ich sage also Militär, Asterix und Obelix. Römer, genau. Raus. Ja, was jetzt? Ja, Militär. Die Römer haben es doch erfunden, Herr Walder. Ist das nicht so was, dass die da immer so ihre Schilde hier genau so hoch gemacht und die Lanzen raus? Genau. Und wenn dann das ist gut. Ein genau großer Gegner gekommen wäre von oben, der hätte sich gepiekt. Wer zum Beispiel? Also der Germanen. Die Germanen, die Etrusker, nee, wenn die er schon so Griechen. So. Wenn er schon so fragt, freut sich schon. Ganz siehst falsch. Und das Glitzern in seinen Augen. Ich habe ja nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Es hat also nichts mit dem Militär zu tun. Habe ich das gesagt? Sagen Sie es einfach habe ich jetzt das gesagt? Nein! Hat es mit Militär zu tun? Bitte? Hat das mit Militär... Ah, das ist dein Platz, Herr. Hat das mit Militär zu tun? Macht man doch hier so. Aha. Sag jetzt nein, ich hasse ihn. Warte. Je länger Sie warten, desto stärker die Schmerzen. Aber eher nicht. Eher nicht. Ist es vielleicht doch was Sexuelles? Eine Igelstellung? Sondern wenn man sich so ein Igel, apropos ein Igel, dann sagt, ich lass dich nicht dran. Ich kann das ja nicht, du ganz zusammen. Du kommst nicht dran. So. Ja, aber was du gerade gemacht hast, das war doch, komm dran. Ja, weil ich nicht so tief runter bin. Ja, das könnte es auch, wenn man. Kommst du selber dran? Nee, warte, das ist die Igelstellung. Wenn man selber drankommt, das ist die Igelstellung. Autofellatio, Herr Walder, ja, nur ganz ausgewählt. Daher kommt ja auch der Begriff Onanigeln. Man wird so. Ja, das. Jetzt aber kannst du es auch? Nein, ne? Nein. Ich mache es auch nicht vorher. Nein, natürlich nicht. Ja, mach okay mal weiter. Die Igelstellung. Es ist ja alles, ich möchte euch mal ein bisschen helfen, es ist ja alles gar nicht so richtig. Sind wir denn im gymnastischen Bereich? Mach mal vor. Zieh aber die Jacke. Ich habe ja selbst früher rhythmische Sportgymnastik gemacht, was die Kampfrichter meiner Wettkämpfe immer sehr zum Lachen gebracht hat. Das gucke ich auch immer gerne, wenn es heißt, die 12-jährige Ludmilla an den Keulen. Ja.
Genau. Und dass das irgendwas ist, da musste man sich auch immer so auf den Boden, um dann wieder so explosiv nach oben den Reifen zu werfen oder so. Ja. Nicht. Nein. Also es ist etwas im Embryonalzustand. Das Embryo igelt sich ein. Also die typische klassische Embryonalstellung im Mutterleib, in der Gebärmutter. Ist das die Igelstellung? Also hat das was mit Medizin zu tun? Ja, hat das was mit Medizin zu tun? Nein. Ja. Ich glaube, Olli, es kommt Olli, vielleicht Olli, aus Olli, der... Olli, Olli, habe ich dich nicht gerade unterbrochen in der Lösung? Das war gestern. Nein. Ich war gerade ganz woanders. Ich wäre bei der industriellen Herstellung von Alltagsgegenständen. Vielleicht gibt es ja in einer Fabrik eine bestimmte Stellung, in der Gegenstände hingestellt werden müssen, damit sie igelförmig aussehend in eine Flüssigkeit, wie zum Beispiel Farbe, getunkt werden können, um eine gleichmäßige Verteilung von Farbpartikeln auf den Oberflächen der jeweiligen Produkte zu erzeugen. Gesagt, nach unten strampeln, nach oben lachen. Es gibt doch die sogenannten Radfahrer in den Betrieben, die nach unten kräftig treten und nach oben immer freundlich sind. Das wäre dann und die Igelstellung wäre genau das Gegenteil. Nach oben stacheln und nach unten schön weich. Wie wäre es denn mit dem Handwerk? Zum Beispiel der Dachdecker an sich. Also jemand, der sehr viel mit Nägeln arbeiten muss. Und der muss diese Nägel an seinem Gürtel so haben, dass er da schnell drankommt, sich aber selber nicht verletzt. Das ist gut. Und die vielleicht in einer Anordnung an seinem Gürtel drapiert. Das ist gut. Aber Stellung. Sich einfach in den Rücken schlägt vorher, damit er da leichter rankommt. Aber es hat was damit zu tun, mit Einigeln. Also mit diesem runden, sich zusammenkrümmenden irgendetwas. Eigentlich ist es etwas Kugelförmiges. Psychologie. Nein. Es ist etwas nicht Kugelförmiges. Ich glaube, es hat Psychologie. Nein. Wie wäre es denn? Es gibt doch diese wunderbare Sportart, wo Leute sich Klett auf den Rücken spannen und dann gegen so eine Wand mit Stoff springen, um hängen zu bleiben. Wie heißt die denn? Zwergenweitwurf. Wie heißt die? Nein, ich glaube, ich habe Flöcke. Okay, ich sind wir schon zeichnen sich denn Igel aus? Entweder sie sind ganz klein und süß und laufen in kleinen Grüppchen und über die Straße. Vermatscht. Oder sie sind sehr in einem sehr schlechten Zustand. Sie liegen sehr flach auf der Straße liegen. Ich wollte gerade sagen, die müssen nicht unbedingt. Dann ist das eine Pizza. Sein. Ja, einfach. Wie war die Frage? Ja, die Frage war, ob es was mit dem Sport zu tun habe. Wenn ich jetzt gemein bin, sage ich ja. Also hat es entfernt etwas mit dem Sport zu tun? Also weil es nicht keine herkömmliche Sportart ist, wie zum Beispiel ein Boxsprung, wo sich der Vordermann, die Vorderfrau so einigeln muss, damit dann über ihn drüber springen. Das heißt... Oder beim Kugelstoß. Es ist etwas mit einem Gesellschaftsspiel, was im weitesten Sinne, ich spreche wieder wie Annette von Arendtin, sportlich benannt werden könnte? Also wenn ich jetzt sage, es ist Sport, seid ihr völlig auf der falschen Seite. Okay. Wenn ich sage, es ist nicht Sport, ist es auch verkehrt. Okay. Also ich gehe mal von Sport aus, aber anders als er glaubt. Ich würde da mit Pfeil und Bogen, und zwar Pfeil und Bogen, da gibt es eine bestimmte Stellung, die man im Verein hat, und zwar ist das der Pfeilverfolger. Wenn man jetzt, also wenn ein Pfeil getroffen wurde, geht der hin und verfolgt diesen Pfeil, um zu gucken, wo der gelandet ist. In der Zwischenzeit wird aber natürlich der Sport weiter betrieben. Im Laufe des Turniertages sieht dieser Mitarbeiter weiter aus, wie so diese kleinen Igel, die man mit zum Elternsprechtag nimmt. Sagen Sie mal, dass man sie überhaupt noch frei rumlaufen lässt. Vielleicht da ja doch mal was aus dem Bereich der Psychologie. Also wir hatten ja vorhin schon einmal dieses, also der Igel ist ja auch, der hat Stacheln und der läuft, ist sehr scheu. Scheu, ne? Genau. Und vielleicht ist es so aus dem Bereich sowas wie aus der Sexualforschung, sowas, also wie Frigidität, also ein anderer Begriff dafür. Ja. Wie immer Tiere spitz und rennt aber trotzdem immer weg. Also sowas. Die Stellung im Sinne von nicht Körperhaltung, sondern von Stellung im Gefüge, eines Sozialgefüges, welche Stellung man einnimmt. Hase und Igel. Da ist der Igel doch der schlaue Fuchs. Richtig. Hast du das gerade gesagt? Ich hab's aber selber nicht verstanden. Also der Igel, der ist doch zweimal da und legt den Hasen rein, der, glaube ich, ziemlich dumm ist. Der Igel ist nicht zweimal da, der hat sein Frauchen gefragt, dass die sich für den da hinstellt. Sein Frauchen! So, ja. Okay. Wir waren hier Popöchen bei der Igelnummer.
Auf jeden Fall ist das eine bestimmte Position, die man als Kopie der ersten einnimmt oder der Staffelübernehmer in das einem Staffellauf. Also es hat mit diesem Hase und Igel etwas zu tun, Herr Balder. Hat es damit was zu tun, Herr Balder? Also der Ansatz war ganz schön falsch. Sehr falsch, ja. Prima. Wie wär's denn mit aber das, was danach kam, war noch verkehrt. Wie wär's denn mit Massage oder Physiotherapie? Das ist eben nichts mit Sport zu tun, wenn Sie so reagieren. Nein, das ist auch falsch. Ich werde meinen Gedanken dennoch zu Ende führen. Das hat also im weitesten Sinne etwas mit dem Sport zu tun, weil es nach dem Sport kommt. Das ist vielleicht so eine alte Form von Massage oder Akupunktur. Einfach, ja. Da hat man sich früher mit Igeln beworfen. Super, wie du Akupunktur. Man macht so und dann hat man so. Ja. Ne? Aber vielleicht man das ist das nicht trotzdem die Stellung in einem Verein. Vielleicht ist derjenige zuständig für die Tartanbahn oder für die Stollenreinigung. Also eine Funktion, die nicht direkt mit dem Sport etwas zu tun hat, sondern nur mit der Verwaltung. Aber warum heißt denn dann Igelstein? Weil jede andere Art aus Spaß. Es gibt doch beim Schornsteinfeger solche komischen Geräte, mit denen der das Ding sauber macht. Da gibt es doch auch so eine Kugel, wo draußen so viele Stacheln rein. Die sehen aus wie Kugelfische. Und wenn der wie Kugelfische ist. Moment, wie Igel. Die sehen wie Igel aus. Wie cool. Dankeschön, jetzt ist alles vorbei. Also dann macht er so mit dem Ding rauf und runter und das ist, und dann wird er das. Das ist dann die Igelstellung, wenn der damit, das ist völliger Quatsch. Ich weißt du, was ich glaube? Weil Sie ja eben so merkwürdig sagten, Sport bringt uns auf die falsche Fährte. Ja. Frage ich jetzt noch mal kurz: Schach ab, Skat. Schach? Schach? Falsch? Falsch. Richtig, Schach ist richtig. Schach ist richtig. Schach ist richtig. Eine Schach, bestimmte Stellung beim Schach. Ach, also sich einigeln! Nein, die Igelstellung ist wenn der König also, sich eine Schütz beim Schachspielen, die einen wo schützt. Man die Dame schützt in einer. Das interessiert mich alles gar nicht. Nee, man ist in der eine wichtige Figur. Wie sieht die Igelstellung beim Schach aus? Oh, nee, jetzt Dame in der Mitte nein, und drumherum. Nein, ich will die ja nicht wichtige mit. Figur ist geschützt. Wie der Spieler da sitzt. In einer Ecke. Der Walder möchte gegen seine genetische Disposition eine Hilfe anbieten. Also. Schach ist ja richtig. Was könnte denn die Igelstellung sein? Also sagt die Frage es mir ist doch jetzt, ist es auf dem Brett oder bezieht sich es auf den Spieler? Nein. Wenn es sich auf den Spieler bezieht, nicht auf den Spieler. Es die Anfangsposition. Es bezieht sich auf die Formation der Viel einfacher, viel einfacher. Einer in der Mitte, alle drumherum. Viel einfacher. Ich will keine Einzelne. Kreisförmig, keine die Einzelne. Anderen drumherum. Was ist eine Igelstellung? Wie sieht die aus? Eine Defensivstellung. Ein anderes Wort dafür? Abwehrstellung. Nein. Ein Igel. Wenn ich das Wort höre, lasse ich es gelten. Oh Gott. Eine Spitzenidee. Eine Sicherheit. Was gibt es denn? Ähnliches wie Verteidigung, Abwehr, Defensiv. Defensiv, was gibt es denn noch? Defensiv. Sicherheit. Eine sichere. Eine Igelstellung, eine ungefährliche, eine bedrohte. Es gibt bei Schach im Prinzip zwei Spielarten. Offensiv. Einmal so und einmal so, nicht offensiv. Aggressiv. Hase und Igel. Schach und Schachmatt. Und Nein. Nach vorne oder nach hinten. Vielleicht ist eine Igelstellung, wenn man eine Igel zurückzieht. Schach nach vorne. Rückzug. Rückzugstellung. Rückzug. Ein Wort will ich hören, dass ich gelten. Rückzug. Ein Zug nach hinten. Nein. Geld. Was gibt's denn? Weiß das einer? Jetzt nicht vorsagen, sonst haben wir schon verloren. Wir kommen da jetzt selber drauf. Sicherheitsschutz. Er will nicht offensiv, er will nicht defensiv, er will nicht aggressiv, er will nicht einigeln hören. Was will er hören? Zusammenrollen? Präservativ. Nee. Was ist, verlaust? Die haben doch immer so viele Läuse. Die ja, Dicker, bitte sei nicht so ungeduldig, wir machen uns doch auch Mühe. Aber zu lange. Das ist eine Spitzenstellung, ist eine tolle. Okay, dann gib dem Menschen das Geld und sag es. Dann setz dich wieder hin. Nein, ich will im Rahmen meiner Freunde diese Schmach entgegennehmen. Also, die Igelstellung kennt jeder Schachspieler. Wählt ein Spieler eine passive. Haben wir das nicht? Nein. Wir haben alle passive Worte gesagt. Aber dennoch effektive Strategie. Dann wird das mit dem Einigeln des bekannten Stacheltiers verglichen. Aus der Anordnung der Figuren lesen Spielanalytiker in so einem Fall eine Igelstellung heraus. Passiv hätte ich hören müssen, hätte ich es gelten lassen. Tut mir leid. Heiner Duschinski, 500 Euro. Das war sehr gut. Sehr gut.
gekommen. Ich kann jetzt nur mal gerade für mich sprechen, aber passiv passt nicht in mein Weltbild. Ich warte immer noch drauf, wenn Sie mal wieder so aus sich rausgehen, dass Sie wie Chruschtschow damals mit Ihrem Schuh auf dem Tisch. Das wird irgendwann noch... Ich würde sich heute auch laut anhören, dass man nicht die Stiefelchen an, sondern die guten Clogs. Nächste Frage, Walter! So, Lars Fischer wohnt in Alsdorf, das liegt in Nordrhein-Westfalen. Und Lars Fischer möchte wissen, was ist ein befleckter Spiegel? Ein Fischer. Nein, jetzt ist so einfach ist nicht. Das Eigentum geht nicht immer. Moment, ein befleckter Spiegel ist ein Fischer? Weil Quatsch. Ralf Fischer hat diese Frage gestellt. So. Ein befleckter Spiegel ist das Eigentum von einem Menschen mit starker Akne. Ein befleckter Spiegel! Die Jagdfrage von einem Kollegen aus dem Publikum kam und die werden ja vor der Sendung immer ausgesucht. Gehe ich noch mal in die Jagd, weil Spiegel ist das Schwänzchen eines Rehs. Ist also ein befleckter Spiegel, ein schmutziges, kuscheliges Schwänzchen von einem Reh. Warum ist es schmutzig? Weil es entweder gerade besamt worden ist oder sich den Popo gerieben hat oder weil es durchs Unterholz gehampelt ist. Noch schlimmer. Noch schlimmer. Es hat geschissen. Es hat geschissen. Richtige Antwort. Yeah! Das ist doch sehr schön. Jetzt sagen die Frauen nicht mehr, räum deine Unterhose weg, sondern Schatz, du hast einen befleckten Spiegel. Das ist schön. Ich lasse es so gelten, weil es den Kernpunkt trifft. Es kommt noch einiges hinzu. Bei der Umstellung von Winterfutter auf Sommerfutter, Laub, Rinde, Triebe, Gräser, bekommen Rehe oft Durchfall. Ja. Und Folge ein schmutziges Hinterteil. Und weil das Hinterteil eines Rehs normalerweise so hell ist, dass es im Wald wie ein blitzender Spiegel wird, spricht der Jäger beim Hinterteil des Rehs von Spiegel. Und zwischen März und Mai ist dieser Spiegel in Folge von Durchfall erschwitzt. Nein! Befleckt, daher befleckter Spiegel. Der ist so albern, der Mann. Es ist, aber wer kommt da zum Abputzen? Ja, das ist meine Frage. Ich bin gleich fertig. Ich möchte jetzt gerne wissen, Lars, tut mir leid. Ich möchte jetzt gerne wissen, warum? Was ist denn los? Ich finde das klasse, wenn ein Jäger zum Beispiel, guck mal, der hat Kacke am Hintern. Nein, befleckter Spiegel. Die sind fein, die sind fein. So. Guck mal, der befleckte Kultur. Hör mal, befleckter Spiegel. Oh ja. Der ist so albern, der Mann. Es ist furchtbar. Tut mir sehr leid, ich bin fertig. Was macht man mit dem Schmitz? Liebhaben. Ich bin durch. Streicheln, nur aufpassen, wenn wir die Nahrung ändern. Oh, Entschuldigung. Hat jemand mal einen Spiegel für mich? Nicht nur befleckter Spiegel, auch noch befleckter Stuhl. Womit sich der Kreis wieder schließt. So. Es tut mir leid, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich glaube, dass wir auch so einen schönen Abschluss gefunden haben. Nein, wir hören jetzt nicht mit Kacke auf, oder? Mit was hören wir auf? Wir hören jetzt nicht mit Kacke auf. Scheiße. Nee, wir hören mit einem Spiegel auf. Okay. So. Mit einem befleckten zwar. Aber wir haben doch viele Sachen heute gelernt, Ralf. Aber jetzt hat auch unbefleckte Empfängnis eine ganz neue Welt. Ich hatte ja aber einen unbefleckten Spiegel. Nee, machen Sie Schluss. Gott, mach ich. Das war ein Schluss. Schönen Sonntag.